gerne wetten würden. Naibet. Mutaka. Kami. Bah. Ja, man sieht ihm die Enttäuschung an und er hat auch allen Grund dazu. Adi. Gut gemacht. Hat ihm den Ball wegstibitzt. Den fängt der Keeper ohne große Mühe. Kein Problem hier für den Torwart. Gut gespielt, doch der Torwart war auf der Hut, verhinderte hier ein fast sicheres Tor. Kanu. Ein toller Abschluss, einer tollen Kombination, Fußball vom Feinsten. Hier nochmal ein Blick drauf. Der Spielstand 1:0. Čauč. Guter Ball. Ausgesprochen nervenstark. Alles drin. Nicht sehr spektakulär, aber passt schon. Wir sehen uns das Ganze noch einmal an. Ja, perfekt gespielt. Der Torhüter hat gar keine Chance. Das bedeutet 2:0. Mal sehen, ob sie sich davon noch erholen. Schau. Das ist ein unglaubliches Tor. Und hier die Wiederholung des Vorfalls. Es steht jetzt 3:0 und sie fangen an, spielbestimmend zu werden. Guter Pass. Schöner Pass. Adi. Und wir haben hier strahlenden Sonnenschein. Ideales Fußballwetter. Gut kontrolliert. El Kalei. Sehr gut kontrolliert. Der Ball findet den Weg ins Tor, ein heilloses Durcheinander in der Abwehr. Und hier können wir das Ganze nochmal sehen. Ach, das ist schlecht gespielt. Hatte viel Zeit und nutzte den Raum. Die Abwehr ist äußerst schwach. 4:0 steht's. Und Tor! Aber wo war eigentlich die Verteidigung? Schauen wir uns das nochmal an. Das ist Einbahnstraßenfußball beim Stande von 5:0. Gutes Spiel. Saubere Attacke. Schneller Ball. Wirklich eine Bereicherung sein. Und er zeigt es hier. Daudi. Kam. Und er ist drin. Der Torwart macht los. Wir schauen uns diesen Vorfall nochmal an.
Der Torwart hat hier wirklich keine Schuld, einfach keine Chance. Also, Werner schüttelt immer nur den Kopf und ich frage ihn erst gar nicht, was er von den Abwehrreihen hält. Das ist nicht gut genug für einen Spieler seiner Klasse. Die Nerven sind ihm heute vielleicht doch durchgegangen. Und Abstoß vom Tor. Wirklich abgeklärt. Cool gemacht. Guter Schuss. Der Schiedsrichter zeigt an, Abstoß vom Tor. Sehr schön. Schönes Spiel jetzt. Guter Ball. Der Ball ist fürs Erste aus dem Gefahrenbereich. Kabin. Sehr gut gemacht. Perfektes Tackling. Der Ball ist drin. Und das Tor hat sich die Abwehr nun wirklich selbst zugeschlagen. Und hier nochmal ein Blick drauf. Ich kann's nicht glauben. Eine solche Möglichkeit. Jeder Schüler hätte doch da verwandelt. Das ist sein drittes Tor. Ein Match, das wird er, glaube ich, so schnell nicht vergessen. Wir sehen uns das Ganze noch einmal an. Immer schön, wenn man einen Hattrick schafft. Und er schafft's mit Stil. Echte Klasse. Es sieht so aus, als wenn die Verteidigung in diesem Spiel der Vergangenheit angehören würde. Kanu. Gut gerettet. Und Tor. Der Torwart ohne Chance und der Ball zappelt im Netz. Und hier die Wiederholung des Vorfalls. Er macht da einfach alles richtig und gibt dem Torwart keine Chance. Über die Abwehrreihen, glaube ich, brauchen wir kein Wort zu verlieren, aber die Torschützen, die hatten heute Hochkonjunktur. Da muss sich der Torwart nicht mal sonderlich strecken. Das ist der Pausenpfiff. Es gab kaum einmal eine Atempause, Werner. Die erste Hälfte hat alle Erwartungen, glaube ich jedenfalls, weit übertroffen. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Vor allem von den Angriffen. Also bei ihm sieht das immer nach Leichtigkeit aus. Guter Pass. Das ist sein drittes Tor. Sein Hattrick ist damit perfekt. Und hier nochmal ein Blick drauf. Immer schön, wenn man einen Hattrick schafft und er schafft's mit Stil. Echte Klasse. Es bleibt kaum Zeit, um Luft zu holen. Diese Begegnung ist das, was wir uns gewünscht haben. Sie ist atemberaubend. Den fängt der Keeper ohne große Mühe. Eine gute Leistung. Der Ball drehte sich etwas weg, doch er hat das gesehen. Kein Problem. Oh, er hat den Ball ganz gut getroffen. Sehr schön. Und der Ball ist drin. Ein wunderbares Tor. Schauen wir uns das nochmal an. Was für ein großartiges Spiel. Die Fans sind begeistert. Lässt seine Bewacher einfach stehen.
Also die Verteidigung steht im Augenblick ganz, ganz gut. Das dürfte in die Annalen eingehen. Ein Hattrick in einem so bedeutenden Match. Und hier können wir das Ganze nochmal sehen. Er hat sich heute wirklich einen Namen gemacht, nicht wahr? Es fallen immer noch Tore und ich kann nicht glauben, dass ich hier Augenzeuge davon bin. Čauč. Noch einmal der Gefahr entronnen. Conte. Anu. Tor! Der Keeper ohne Chance. Er kann den Treffer nicht verhindern. Wir schauen uns diesen Vorfall nochmal an. Gut, dass ich Werner dabei habe. Er merkt sich alle Tore, denn langsam wird es hier richtig verrückt. Gut gerettet. Das Spiel ist abgepfiffen. Es gibt Abseits. Kurze Unterbrechung und weiter geht's mit Freistoß. Und der Torwart wieder mal Endstation. Das hat er kommen sehen, glaube ich. Conte. Geht dazwischen. Mutaka. El Kalei. Wirklich abgeklärt. Cool gemacht. Der Ball findet den Weg ins Tor. Ein heilloses Durcheinander in der Abwehr. Und hier die Wiederholung des Vorfalls. Ach, das ist schlecht gespielt. Hatte viel Zeit und nutzte den Raum. Wenn Sie gerade erst eingeschaltet haben, dann haben Sie leider ein großartiges Spiel bisher verpasst. Sehr guter Ball. Und der Ball geht über die Torauslinie, das heißt Abstoß vom Tor. Der Torwart schlägt ab. Der Schuss bereitet dem Torhüter keine größeren Probleme. Gut organisiert die Abwehr. Ja, eine schlimme Entscheidung. Das war nie und nimmer Abseits. Freistoß also. Beide Teams formieren sich neu. Guter Pass. Ausgesprochen Nabelstab. Sie variieren. Kurze und lange Bälle. Das ist kein Problem für diesen Torwart. Die 90 Minuten sind abgelaufen. Jetzt wird noch die Zeit der Verletzungspausen nachgespielt. Gut gehalten vom Torwart. Hadawi. El Kalei. Der Ball ist über die Auslinie. Das heißt Einwurf. Und geklärt, Ball im Aus. Mutaka.
Die Verteidigung einen Moment unachtsam und schon ist der Ball. Wir sehen uns das Ganze noch einmal an. Er hatte zu viel Raum und er bestraft es. Ein geschenktes Tor. Chauch. Die Spieler verlassen also den Platz nach einem höchst unterhaltsamen Match, bei dem die Fotografen eigentlich nie ganz zur Ruhe kommen. Sierra Leone gewinnt das Spiel. Die Akteure werfen die Arme hoch und die feiern, die könnten die ganze Nacht weitergehen.